Hey, liebe Freunde, da sind wir auch schon wieder hier bei Xenoblade Chronicles 3D Erlös der Zukunft. Wir sind ja immer noch hier in den schwarzen Bergen unterwegs zur Gefängnisinsel. Und es ist leider noch sehr, sehr weit bis dorthin. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich gehe jetzt einfach erstmal ein bisschen weiter. Ich muss mich hier mal ein wenig durchkämpfen. Zum Glück geht das auch mit dem hier. Ich kann auch flüchten, wenn ich das Ätherseil benutze. Das ist schon mal gut. Aber was ich mich eigentlich die ganze Zeit frage... warte mal, hä? Kann ich hier irgendwas zerstören? Das wäre schön. Naja, irgendwas muss ja hier sein. Also ich glaube, irgendwo wird hier noch ein Weg durch den ganzen Kram hier führen. Weil es muss ja irgendwo dann noch so ein geheimer Ort sein. Irgendwo auch da hinten, da sind nämlich so eine schwebenden Felsen. Aber ich bezweifle stark, dass ich da einfach so hochrennen kann. Na, mal sehen, ob ich da irgendwie einen Weg finde. Aber ja gut, ich habe jetzt erstmal was anderes vor. Und zwar habe ich da etwas gesehen, was ja eigentlich ja mein Interesse erstmal nur zu sehr geweckt hat. Und zwar der große Typ da. Ja, was soll ich dazu sagen? Manchmal muss sowas halt sein. So, die sind wir schon mal los. Ah, hier ist ein Ätherkanal. Get the old cylinders out. Wipe them off the face of Ionia. Just so you know, I don't do things by heart. Whirlwind! Break! Trouble spinning in! That's how we're going to carry on. This was basically what I predicted. Heavy rush! Whirlwind! Break the job! Thanks for that. I know the throat of the enemy. Neil! Where are you? Don't come back here. Yeah. Ja. Sonst nicht viel los. Over here. Okay, warte mal. This was basically what I predicted. Okay, er schläft immer noch. Oder auch nicht. Jetzt ist er wach. Ich bin mir sicher, dass es ein einzigartiger Gegner ist. Na gut. Ich liebe ja Herausforderungen und was gibt es Besseres, als einen großen roten Drachen zu zerlegen? Also, bitte. Autsch! Fuck. Autsch, 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 autsch. Das weiß ich doch. Okay, ich muss zugeben, der wehrt sich ordentlich. Oh,
So, können wir den mal bitte schwanken lassen oder so? Autsch! Ah, oh Mann. Okay, Angriffskette ist bereit. Ah, vielleicht wäre es doch keine schlechte Idee, schon mal zumindest bei Rex eigentlich erstmal die letzte Harmonie-Lizenz einzusetzen. Autsch! Der macht einfach mal mit einem Schlag hier 6000 Schaden. Gibt's doch nicht. Hallo, wo bleiben die denn alle hier? Der Schuss hat mich gezogen. Oh, und oh Gott. Na gut, Glimmer hat's kurz erwischt. Oh, nicht gut. Schnell, Glimmer, belebe A wieder, aber ein bisschen plötzlich hier. Oh Gott, mich hat's auch erwischt. Oh, Scheiße! So knapp daneben. Jetzt habe ich Glimmer nicht dabei. So, okay, egal. Was können wir eigentlich auch anders machen? Ich brauche erstmal. Ich brauche erstmal unbedingt Heilung für alle. Okay, gut. Dann zur Sicherheit Schulk. Okay. So, Schulk kriegt erstmal Angriffsbonus. So, und dann werde ich das mit A nochmal hier regeln. Dann legen wir mal los. Matthew oder ihn. Ja, dann mache ich das mal so.
Ich hoffe mal, der Schaden reicht dann jetzt auch gleich für den Finisher. Okay, Vernichtung ist drauf. Okay, nicht zu weit bitte. Doch, das sollte genügen. Ah, Mann. Aber da habe ich auch wirklich sehr, sehr knapp jetzt eigentlich ja hier das verpasst. Wäre ich jetzt eigentlich ja vielleicht nur eine Sekunde früher mit der Angriffskette gekommen, dann hätte Glimmer auch noch mitgemacht. So, Drachengott Alka. Ja, der ist damit erledigt. So, den mache ich auch noch schnell hier fertig. Hätte eigentlich auch noch so ein bisschen erwartet, der Drache bewacht vielleicht noch etwas. Okay, das ist woanders. Ah, I see. Okay, warte mal, da komme ich aber hin gleich. Wenn die Karte hier stimmt. Okay, hier kann ich ein Ätherseil bauen. We'll have this up in no time. Okay, dahin geht's also. Okay, Karte sagt sogar auf, wir müssten dahin. Alles klar, aber erst einmal sehe ich mich hier in der Ecke um. The sun's come up. Oh, schon fertig? Okay, damit haben wir alle City-Flüchtlinge hier in diesem Ort gefunden. Nicht schlecht. Sieht aus, als wären wir gerade noch rechtzeitig gekommen. Bist du verletzt? Pah, ihr hättet euch nicht einmischen zu mischen brauchen. Ich wäre schon klargekommen. Wie bitte spricht man neuerdings so mit seinen Mitbürgern aus der City? Soll das heißen, du bist auch aus der City? Genau, das wollte ich auf subtile Art andeuten. Also, kommst du mit in unsere Basis? Was für eine Basis? Nun ja, streng genommen nicht unsere Basis, sondern die der Befreier. Aber egal, kommst du jetzt mit oder nicht? Pah, na gut. Das Einzige, was zählt, ist der Wiederaufbau der City. Wenn mir irgendwer dabei hilft, dann soll es mir recht sein. Na, perfekt. Cummings ist jetzt in der Obhut von Kolonie 9. Ja, nett. Das nehmen wir auf jeden Fall so. So, dann... Mehr ist hier nicht. Das war nur der City-Bewohner. Mehr war hier nicht. Na gut. Aber da, sieh mal. Ja, da komme ich hin. Okay, neue Ausrüstungslizenz. Okay, sehr schön. So, wer braucht denn noch Ausrüstung? Ja, eigentlich ja Nicole und A. Ich würde mal sagen, dann gebe ich das jetzt erstmal A.
Klar, jetzt habe ich ja natürlich dafür meinen Rückweg jetzt hier wieder kaputt gemacht. Im Ernst, ich soll jetzt da runterspringen? Ich sammle noch natürlich das Zeug ein. Ah, was sagt man dazu? Durch den letzten Level-Up habe ich jetzt sogar diese Spinnen jetzt eigentlich ja nicht mehr an der Backe. Aber wie gesagt, um einen Gedanken mache ich mir ja immer noch, und zwar, wie kommen wir darüber? Ich würde ja eher mehr sagen, das ist mehr für den Rückweg gedacht. Weil, genau, das Ätherseil, das wir hier konstruiert haben. Ah, vielleicht ist das ja was. Mal gucken. Gehen wir mal kurz darüber. Ich will mir das mal von dort aus eigentlich ja ansehen, wenn ich auf der anderen Seite bin. Oh, okay, das habe ich vergessen. Den muss ich auch noch erstmal kaputt hauen. Vertreibt die Eindringlinge! Ja, funktioniert leider nicht mehr. Wir haben deine Freunde alle schon längst aus dem Weg geräumt. Du blödes Symbol. So, und ich denke mal, ich mache das jetzt mal wirklich. Also ich gebe zumindest Rex schon mal das Harmoniesymbol. So, dann wollen wir mal schauen. Okay, hier sind jetzt eigentlich ja noch hier Support-Dinger. Getting stronger. Getting stronger. Getting stronger. Skills are earned, not learned. Skills are earned, not learned. That'll come in handy in battle. Skills are earned, not learned. Haha! Now we're getting the good stuff. A new skill. Now we're getting the good stuff. Haha! Now we're getting the good stuff. Ja, also. So sieht's doch gut aus. Abgeschlossen. Feeling just like the old days. Ja. Das ist gut. Erhöht Crit-Rate um 10%, das ist schon mal sehr schön. Technikeinsatz steigt die Kettenleiste. 10%ige Chance. Wenn KP unter 30 liegen, nur 1%? Ja, okay. Blitz und Brand erhöht Crit-Rate um 20 Prozentpunkte und Crit-Schadensbonus um 50 Punkte. Wenn Gefährte kampfunfähig ist, kritische KP hat, ausgeteilt Schaden 150%, erlittener Schaden minus 30%. Das klingt gut. Und jeder kritische Treffer steigert ausgeteilten Schaden um 8%. Also Rex ist richtig eine krasse Kampfmaschine, kann man echt nicht anders sagen. Und wenn wir schon so dabei sind, ich gebe auch Schuld gleich mal alles, was ich ja kriegen kann. Vielleicht reicht ja das, was ich hier habe, schon bereits aus, um mir das meiste hier freizuschalten. Zumindest erstmal hier die Support-Fähigkeiten will ich erstmal aktivieren. Ich kann die Ergebnisse sehen. Ich kann die Ergebnisse sehen. Stretching the limits of my abilities. There is more to power than just strength. Stretching the limits of my ability. There is more to power than just strength. Let's work on this one. So, für den Rest brauche ich nochmal 105 Punkte. Verstehe. Aber immerhin, jetzt sind eigentlich auch unsere Talente erstmal richtig gut ausgebaut. Tja, das werden wir natürlich auch alles gleich ausprobieren. Ich meine, anders will man das ja auch gar nicht. Na, ich muss mich ja zwischendurch sowieso erstmal darum kümmern. Also ich werde jetzt erstmal dahin gehen.
Mach schon mal! Ah, hier. Okay, hier ist ein schwarzer Kristall gewesen. Aber auf irgendwas reagiert er trotzdem noch. Muss aber nicht unbedingt zwangsweise... Okay, hier ist es. Uff. Na, ob das eine gute Idee ist? Nein, 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 ah, Scheiße! Mann, das ging jetzt voll daneben. Ah, toll. Okay. Okay. Ah, na toll. Jetzt habe ich da auf einmal die Entfernung jetzt total falsch abgeschätzt. Aber das ist nicht weiter schlimm. Von hier aus komme ich wesentlich schnell an dieser Stelle hin. So, versuchen wir es mal so. Ah, noch eine Ausrüstungslizenz. So, gut, das kriegt dann A wieder. Dann brauche ich jetzt nur noch zwei Stück und dann haben wir alles fertig. So, Goldzahnrad-Halsband. Irgendwas scheint ja noch in dieser Richtung verborgen zu sein. Nur wo? Ich glaube, ich weiß vielleicht wo. Ja gut, um die Gegner kümmere ich mich erstmal später. Da haben wir auf jeden Fall noch genug Gelegenheit zu. Hier. Hier ist ein kaputter Äthermast. Das kommt mir gerade recht. Mit dem Äthermast kann ich auf jeden Fall die ganzen Geheimnisse besser entdecken. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall wieder einen besseren Überblick dafür haben. So, dann wollen wir mal schauen. Also, ein paar Missionen sind ja noch offen. Okay, also gut, die Ätherseile habe ich erstmal soweit alle jetzt erstmal hier erledigt. So, hier ist noch ein Signal, da ist noch ein Signal. Da unten ist noch eins, das könnte möglicherweise ein geheimer Gegner sein. Tja, kann man mal sehen, was hier nicht alles rumliegt.
Da oben vielleicht. Komme ich aber da jetzt hin? Obwohl, warte mal, ich weiß es vielleicht. Muss ich eigentlich ja nur ein kleines Stückchen höher? Und ich müsste eigentlich auch mal gleich mal gucken wegen hier Collecticon. Aber das erledige ich eigentlich auch noch mal zwischendurch. Also ich weiß ja schon, wo ich dann die Punkte wieder investieren will. Das geht ja alles natürlich erstmal in Schulz Fähigkeiten rein. Irgendwas muss doch hier noch liegen. Oder liegt das hier auf dem Felsen drauf? Die Möglichkeit besteht natürlich auch. Autsch. Ja gut, ich bin fertig hier. Ich schätze mal, laut Sensor wird das weiter über mir sein. Aber ob ich da nochmal irgendwie hinkomme, das ist jetzt erstmal die andere Frage. Wenn ich so darüber nachdenke, ich habe ja hier noch so viel. Ja. Sehr schwindelerregend, wenn ihr mich fragt. Oh, vorsichtig. Okay, hier geht's auch noch weiter. Oh, und hepp. Und ja, yeah, geschafft. Here goes. Everyone, I'm sorry. Hä? Wofür? Achso, du bist runtergefallen, Schulk? Alles gut, du lebst noch, also ist das. Was ist das? Was ist denn das für ein Teil? Huch, was ist das denn? Eine Laute, eine Art Musikinstrument, das gespielt wird, indem man die Saiten zupft. Hm, eine Laute. Hey, die ähnelt etwas deiner Klinge, oder Glimmer? Also, ist es auch eine Waffe? Quatsch, du bist halt Instrumente der Zerstörung gewohnt. Aber das hier ist ein Instrument der, naja, Musik halt. Ich denke, am anschaulichsten wäre es, wenn man sie spielen würde, aber dazu bin ich leider nicht qualifiziert. Schon gar nicht mit deinem rechten Arm da. Der ist eh kaputt. Schaut hier, die Saiten sind futsch. Hm. Meint ihr, ich könnte diese Laute mitnehmen? Hm, aber Rex hat doch gesagt, die ist kaputt. Ja schon, nur finde ich es auch irgendwie schade, sie einfach hier rumliegen zu lassen. Spricht wohl nichts dagegen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir sie sogar irgendwie repariert. Wo ich so drüber nachdenke, gab es nicht sogar einen Laden in Kolonie 9, der Lauten verkauft? Oh, du könntest recht haben. Da war so ein Geschäft, das mit Musikinstrumenten zu tun hatte. Dann schaue ich da mal vorbei. Hm, unbrauchbare Laute. Ja, vielleicht kann da ja jemand was reparieren. Unvergessene Melodien. Ja, das klingt doch gar nicht mal so schlecht. So, kann ich dann hier noch was machen? Ach ja, Ätherkanal. So, und mein Signal sagt ja auch schon wieder, in der Richtung ist irgendwas. Gibt's ja eigentlich ja nur Stress gerade mit denen. Ja, schön, wenn ich die eigentlich ja mal ein bisschen irgendwie ja hier umgehen könnte. Ah, okay, sehr schön. Hier ist noch ein Relikt.
Und eine Harmoniewachstumslizenz. Ausgezeichnet. Jetzt habe ich alle zusammen. Super, dann können wir eigentlich auch schon bei allen jetzt eigentlich ja hier alles freischalten. Tja, das läuft auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, warte mal, Fortschritt 40? Habe ich irgendwas verzählt? Ah, Tatsache, Rex, Schulp und auch ein paar andere. Ja, Nicole und Glimmer haben beide eigentlich ja tatsächlich 40 Harmoniefähigkeiten drauf. Nicht schlecht. Okay, cool. Ja, das ist aber auf jeden Fall schön, sowas zu sehen. Ja, okay, gut. Ich würde mal sagen, ich, ich gehe einfach erstmal wieder runter hier. Wenn ich mich jetzt nicht irre, also die Anlaufstelle war ja eigentlich hier irgendwo, ne? Genau, hier bei dem Ätherseil. Okay, dann weiß ich ja wenigstens, wo ich eigentlich ja wieder dann neu starten kann. Denn ich habe jetzt nämlich eigentlich ja erstmal vor, ein bisschen offscreen hier mal ein wenig zu collectiblen. Damit wir mal wieder ein bisschen eigentlich ja was zusammen haben. Ist also nichts Aufregendes, also Harmonie, also beziehungsweise ja Harmoniegespräche oder Ereignisse oder Panoramagespräche sind das ja eigentlich gewesen. Habe ich ja bisher noch keine weiteren hier auf der Karte entdecken können. Also hier sind haufenweise Fragezeichen bis hin zu unserem eigentlichen Ziel. Das ist schon mal ganz gut. Und was ich auch gerne noch machen will, ist ja natürlich später noch ja, Glimmers Quest hier mit der Laute zu machen. Und ich bin ja schon mal gespannt. Also ich weiß ja eigentlich ja gar nicht, wie ich manche der Orte hier wirklich erreichen soll. Sind die jetzt eigentlich auf höhere gelegenen Ebenen? Oder bin ich einfach sogar tatsächlich blind daran vorbeigelaufen? Das weiß ich noch nicht so genau. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass wir die Karte eigentlich ja soweit hier schon ganz gut aufdecken können. Das hier hinten muss ich noch machen, das kommt noch alles dazu. Und ja, hier ist ja auch noch einiges, also ja, das mit der Laute mache ich dann später. Ah, und ich kann auch sogar hier Noppenmedaille nochmal wieder eintauschen, weil ich habe wieder neue. Also genug für den nächsten Teil. Ja, und wie gesagt, ich freue mich dann eigentlich ja schon darauf, wenn wir alles hier vollständig haben. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's dann mal wieder mit dem heutigen Part. Ich bedanke mich hier recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Xenoblade Chronicles 3. Und naja, es ist zum Glück nicht mehr allzu weit, also wir haben zumindest jetzt erstmal schon wieder einen weiteren großen Abschnitt hier geschafft. Und den Rest kriegen wir irgendwie auch noch hin. Und wieso zur Hölle leuchtet dieser Eiszapfen da so komisch? Das ist merkwürdig. Da hinten leuchtet auch so ein Kristall. Wieso zur Hölle leuchten die jetzt so und senden diesen Strahl aus? Naja, egal, das finden wir noch heraus. Bis zum nächsten Mal dann und tschüss!